أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Hakka. Was ist Al-Hakka? Und wie kannst du wissen, was Al-Hakka ist? Die Talmud und die Art leugneten Al-Kariya. Dann, was die Talmud anbelangt, so wurden sie durch einen fürchterlichen Schall vernichtet. Und was die Art anbelangt, so wurden sie durch einen gewaltigen, eiskalten Wind vernichtet, den er 7 Nächte und 8 Tage lang ununterbrochen gegen sie wüten ließ, so dass du das Volk hättest sehen können, dort niedergestreckt, als wären sie hohle Palmstämme. Siehst du von ihnen einen übrig geblieben? Und Pharao und diejenigen, die vor ihm waren, und die zusammengestürzten Städte, waren großen Frevels schuldig, und sie waren widerspenstig gegen die Gesandten ihres Herrn, darum erfasste er sie mit drosselndem Griff. Siehe, als das Wasser schwoll, da trugen wir euch auf dem Schiff, so dass wir es zu einer Erinnerung für euch machten und auf das bewahrende Ohren sie bewahren mögen. Und wenn in den Zur gestoßen wird mit einem einzigen Stoß und die Erde samt den Bergen emporgehoben und dann mit einem einzigen Schlag niedergeschmettert wird, an jenem Tage wird das Ereignis schon eingetroffen sein. Und der Himmel wird sich spalten, denn an jenem Tage wird er brüchig sein, und die Engel werden an seinen Rändern stehen, und 8 Engel werden an jenem Tage den Thron deines Herrn über sich tragen. An jenem Tage werdet ihr bei Allah vorstellig sein, keines eurer Geheimnisse wird verborgen bleiben. Was dann den anbelangt, dem sein Buch in die Rechte gegeben wird, so wird er sagen, wohlan, lest mein Buch. Wahrlich, ich habe damit gerechnet, dass ich meiner Rechenschaft begegnen werde. So wird er ein Wohlleben in einem hochgelegenen Paradies führen, dessen Früchte leicht erreichbar sind. Esst und trinkt und lasst es euch wohlbekommen für das, was ihr in den vergangenen Tagen gewirkt habt. Was aber den anbelangt, dem sein Buch in die Linke gegeben wird, so wird er sagen, »O, wäre mir mein Buch doch nicht gegeben worden!« Und hätte ich doch nie erfahren, was meine Rechenschaft ist. O, hätte doch der Tod mit mir ein Ende gemacht. Mein Vermögen hat mir nichts genützt. Meine Macht ist von mir gegangen. Ergreift ihn und fesselt ihn, dann lasst ihn hierauf in der Jahim brennen. Dann legt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen misst. Denn er glaubte ja nicht an Allah, den Allmächtigen, und forderte nicht zur Speisung der Armen auf. Hier hat er nun heute keinen Freund und keine Nahrung außer Eiter, den nur die Sünder essen. Doch ich schwöre bei dem, was ihr seht, und bei dem, was ihr nicht seht, dass dies wahrlich das Wort Allahs durch den Mund eines ehrwürdigen Gesandten ist. Und es ist nicht das Werk eines Dichters, wenig ist das, was ihr glaubt, noch ist es die Rede eines Wahrsagers,
wenig ist das, was ihr bedenkt. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Und hätte er irgendwelche Aussprüche in unseren Namen ersonnen, hätten wir ihn gewiss bei der Rechten gefasst und ihm dann die Herzader durchschnitten, und keiner von euch hätte uns von ihm abhalten können. Und wahrlich, es ist eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen, und wir wissen wahrlich, dass einige von euch Leugner sind. Und wahrlich, es ist ein schmerzhaftes Bedauern für die Ungläubigen. Und wahrlich, es ist die Wahrheit mit aller Gewissheit. Darum preise den Namen deines allmächtigen Herrn.